Würden Sie sagen, dass Sie ein gefährlicher Mann sind? Gefährlich? Vielleicht. Was erhoffen Sie sich von Ihrem Leben? Was für eine Frage. Geld natürlich. Warum tun Sie das alles? Ich will meine Träume leben. Wie heißt du? Sylvia. Ich habe keine Lust, ein Leben lang der Sklave meines Weckers zu sein. Polizei, geben Sie auf! Das Gericht verurteilt Jacques Marin zu 20 Jahren Freiheitsstrafe. Wozu? Sperren Sie mich ruhig ein! Ich liebe dich, Papa. Aber ich komme wieder raus. Ich bin schon dreimal ausgebrochen. François Bess. Darauf können Sie sich verlassen! Lass die Knarre fallen! Durchkämmt das Gelände! Es gibt von nun an keinen Zweifel mehr, dass Jacques Marin als Staatsfeind Nummer 1 angesehen werden muss. Nummer 1. Haben Sie Pläne? Ich will die Hochsicherheitsgefängnisse schließen. Ich habe 5 Jahre da drin verbracht. 5 Jahre, verstehen Sie? Ich habe gesehen, wie Sie Männer dort kaputt machen. Dafür würde ich auch einen Richter umlegen. Was soll dieser Blödsinn? Du willst das System angreifen, um es zu stürzen. Aber ich will es erhalten, um es zu erpressen. Du bleibst allein, weil du immer das letzte Wort haben willst. So wirst du enden, Marin. Allein. Was auch passiert, du bleibst mein Sohn. Verzeih mir. Wir sind Verbrecher, Jacques. Und keine Idealisten. Du drehst völlig durch. Du kannst mich mal, Marin. Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor? Ich glaube nicht, dass ich alt werde. Aber ich kenne mein Ende.